Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Wie soll es auch anders sein? Kein Monat vergeht ohne ein Infovideo. Muss so. Wisst ihr selber. Und zwar wollte ich euch erzählen, was wir im April vorhaben, was nun unsere Struktur ist, was wir nun anders machen wollen. Klar, es wird, wie wir schon im letzten Video gesagt haben, kein tägliches Video mehr geben. Also gestern gab es eins, heute gab es eins. Morgen kommt eins. Am dritten kommt keins. Am dritten kommt eins. Am vierten kommt keins. So. Ab dem vierten kein tägliches Video mehr. Da ist nämlich die erste Lücke wieder. Wir wollen quasi nicht mehr täglich machen, sondern zwei Videos pro Woche und auf dem In-TV-Channel ein Video pro Woche. Das hatten wir auch schon im letzten Video angesagt. Wir waren ja aber noch am Überlegen, wie wir es genau machen. Und zwar, Streaming ist erstmal Fragezeichen, müssen wir noch genauer gucken, rechnet das nicht damit, dass wir das erstmal weiterführen. Das ist aktuell noch nicht so mit drin im Plan. Klappt aktuell noch nicht. Des Weiteren haben wir uns überlegt, was wir jetzt genau machen. Also Bonusvideos wird es zum Beispiel geben, immer noch. Zwei Videos pro Woche, wie gesagt, und Bonusvideos. Das heißt für euch, ihr müsst damit rechnen, jede Woche kommen mindestens zwei Videos. Können mehrere kommen, aber nie weniger als zwei. Sondern es kommt ein Infovideo. Dann wisst ihr Bescheid. Dann kommt weniger als zwei. In dem Fall. Und dazu runterzählt, zum einen haben wir den Plan, an morgen ist der dritte. Und da kommt eine neue Riege, die wir quasi eingeführt haben. Sven und ich spielen separat voneinander. Heißt, wir haben die Demo gespielt von Resident Evil als Beispiel. Die kommt morgen dann. Sven hat die Demo gespielt, ich habe die Demo gespielt und wir werden aneinander vorbei, also hin und her gecuttet. Seine Sicht gerade, meine Sicht gerade. Wir werden einfach Singleplayer spielen, aber ihr kriegt so gesehen beide Varianten in einem Video. Damit es auch schön spannend bleibt, wie es gerade bei ihm aussieht, wie es bei mir aussieht. Jeder nach Bespanntheit. Oder wie das heißt. Genau. Des Weiteren kommt an dem anderen Tag dann ein gemeinsames Video. Quasi, Sven und ihr spielen Warzone oder so. Ja, der gute Drasron, mit dem wir aktuell sehr viel aufgenommen haben, in letzter Zeit, der hat zum Beispiel mir mitgeteilt, dass an dem Dienstag, also für euch ist das schon vorbei, müsste es schon da sein, wenn es nicht wieder verschoben wurde, müsste das Duo oder Squad-Modus drin sein. Genau, dann hätten wir alle vier Varianten. Und die ersten Leute wieder auf, wo bleiben fünf? Nein, aus. Und zum einen müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir haben natürlich auch unsere Special Guest, mit dem wir mal wieder aufnehmen zwischendurch. In letzter Zeit sehr viel. Müssen wir mal schauen, ob wir das dazu zählen quasi oder das als Bonus gilt. Das ist noch nicht ganz drin, aber auf jeden Fall, Sven und ich in einem gemeinsamen Video spielen zusammen was. Im Duo vielleicht, ist es der Trio-Modus, müssen wir mal schauen, wie wir das handhaben werden. Und Bonus-Videos würden anhand dann anfallen, wenn wir zum Beispiel mit, aktuell ist der Drasson so unser Special Guest schlechthin, mit dem, ob der dann in der Woche dann quasi ein Special wir dann mit ihm bringen, quasi. Da fällt dann ein drittes. Wir haben uns auch erlaubt, mehr Freiheiten zu nehmen. Quasi, vor war ja eigentlich nur, okay, nur Multiplayer. Das heißt, mindestens zwei müssen da sein und so da ist. Aktuell aber ein bisschen schwierig. Deswegen müsstet ihr auch, kommt auch ab nächste Woche mal eins. Da habe ich eine Solo-Runde gespielt. Vor dem Patch allerdings und solche dafür einfach uns mehr Freiheiten gönnen quasi im Spiel. Es wird quasi immer noch edited Gameplay geben, aber halt auch Alleinunterhaltung ist jetzt mit drin. In dem Bereich geben wir uns jetzt wieder mehr Freiheiten, weil es aktuell so schwierig wird. Weil zwei aktuell noch ausfallen, weil wir halt noch krankheitsbedingt, nicht Corona, nein. Er ist ja schon für die, die länger da sind und das wissen, der ist schon eine Weile am Ausfallen. Quasi, er macht den Sané, weißt du, bei Manchester City. Ist immer so. Aber er bleibt trotzdem der Mephamster und der hat aktuell wieder ein paar Planungen, wo ich ihm aktuell berate und da schauen wir mal, wo das hinführt. Und Bernd sitzt in Rheinland-Pfalz arbeiten, wie man es mal zu Corona-Zeit macht.
Genau, des Weiteren haben wir noch neue, das müsstet ihr schon Ende des letzten Monats, fing schon an, da haben wir ein neues Thumbnail-System eingeführt. Wir haben so auch unsere Bildbearbeitung gleich geändert. Allein an den Warzone-Videos sieht man es wieder, dass wir das jetzt gut geändert haben. Deswegen ist es zum Beispiel auch ganz cool mit Drasson, der nimmt seine eigene Sicht, ja, seine eigene Sicht quasi auf. Und wir haben unsere Sicht. Und ich versuche auch oft, wenn wir jetzt nicht beide gerade zufällig tot sind, dass wir dann auf Drasson sich verzichten. Quasi damit sich dann auf jeden Fall für euch lohnt, dann seine Sicht noch mehr zu gucken. Bei ihm ist das auch mehr in Uncut-Richtung. Wir haben ja komplett diese Cut-Richtung mit jetzt Musik unterlegt und so. Mit ein bisschen hier Soundtracks, sagen wir mal eher so. Deswegen lohnt sich seine Variante auch, denn wir müssen ehrlich sein, Leute. Und das fällt mir schwer. Nicht jeder Sven-Diss schafft es auch am Ende ins Video. Deswegen, falls ihr keins verpassen wollt, könnt ihr auf jeden Fall bei ihm mal vorbeischauen. Da in den Sichten kommt vielleicht eins oder andere vor, was ihr noch nicht bei uns gesehen habt. Weil ich meine, sonst wird der Video zu lang. Was willst du machen? Was das? Ich hab bestimmt wieder was vergessen. Videoanzahl, wie willst du machen? Stream fällt erstmal aus. Surazi. Bernd habe ich ja erwähnt. Ja. Und unter anderem habt ihr auch schon vielleicht die einen oder anderen gemerkt, die uns auch schon länger folgen. Wir haben vor allem immer die 15 Uhr Zeit, in der Regel immer 15 Uhr. Ganz früh am Anfang 17 Uhr, jetzt 15 Uhr. Nun haben wir es abgeändert auf 14 Uhr, beziehungsweise zwischendurch auch mal Viertel vor zwei. Also das wechselt noch hin und her. Sind wir uns noch nicht ganz sicher, was wir besser finden. Aber diesmal nur eine 15 Minuten Abstand, das heißt easy. Genau, das waren auch die ganzen Infos, die ich euch mal mitteilen wollte. Das war es auch tatsächlich schon. Also halb so, kaum ist es, wenn ich da für das Video schon geil und knackig wie der Erzähler gerade. Und genau, falls ihr noch Fragen habt, falls ich irgendwas vergessen habe, das habe ich mich gerade schon gefragt, ob ich irgendwas vergessen habe, dann gerne Fragen rein in die Kommentare, wenn etwas unklar ist, wenn ihr loswerden wollt. Wir werden versuchen, darauf einzugehen. Falls ich jetzt wirklich was verdaddelt habe, was bei All In schon mal gerne passiert, wie ihr wisst. Und sonst hoffentlich wieder April besser als die vergangenen drei Monate, die im kompletten Chaos bisher geendet sind, mit Ausgangssperren, was weiß ich nicht alles, und Infizierten und Toten. Ich hoffe, ihr übersteht das alles und euer Umkreis genauso, euer Umfeld, alles, was ihr lieb habt, dass es denen gut geht. Das sage ich im Namen von ganz All-In. Eigentlich selbstverständlich, aber ich sage es natürlich trotzdem. Passt auf euch auf. Solange es heißt, bleibt drinne, bleibt ihr auch drinne. Sonst gibt es Ärger. Dann kommt der Meth-Hamster vorbei und macht aus euch eine Packung Cannabis, was ihr dann an die Türkei zu Erdogan verkauft. Bin kreativ, ich weiß. Oh Mann, ey. Ist auch so Svens Richtung abgedriftet. Egal. Hoffentlich entsteht kein Unmut. Lass ein Dislike da. Und Like, wollte ich gerade sagen. Und noch einen schönen April, schöne Tage, schönes Wochenende, was auch immer jetzt gerade ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Haut rein, ciao.